Ich glaube, das Wichtigste ist mir tatsächlich dieser Unterschied zwischen Harry Potter und Jürgen Habermas. Momentan lese ich vor allem die Forschungstexte, die ich in meiner Lehrveranstaltung behandeln werde mit den Studierenden. Schaue mir da ganz viele Texte an und prüfe, ob die für die Lehre, insbesondere für Studienanfänger, geeignet sind. Zum Thema europäische Einigung. Ich habe mir mittlerweile ein Verfahren angeeignet, Texte vor allem auf ihre Struktur hin anzuschauen und mir das auch zu notieren. Und vor allem eben so das zentrale Thema, die Fragestellung und das Strukturgerüst eines Textes zu notieren, ob handschriftlich oder in einer Datei und das auch so in einer eher ein bisschen grafischeren Form. Und dann ist es für mich nämlich später ganz leicht, mit wenigen Blicken auf diese Notizen, kann ich mir das dann wieder vergegenwärtigen. Und das macht es mir dann sehr viel leichter, mit dem Text dann auch weiterzuarbeiten. Wo ich wirklich länger gebraucht habe, das zu verstehen und vor allem dann auch in der Lesepraxis umzusetzen, war mir klar zu machen, den Unterschied zwischen einem Romantext, also zwischen dem Lesen, was ich als Kind und Jugendliche praktiziert habe, und dem Lesen wissenschaftlicher Literatur. Und deswegen benutze ich auch den Begriff Lesen gar nicht mehr so gern, wenn ich da mit Studierenden drüber spreche, sondern nenne das Lektüre oder eben Umgang mit Texten, weil wir eben nicht von vorne nach hinten lesen, weil der Text einen nicht reinzieht, wissenschaftliche Literatur, sondern wir aktiv die Informationen rausziehen müssen. Und das ist ein anderes Umgehen mit dem Text. Und mir das bewusst zu machen und das ganz bewusst umzusetzen, das war für mich der größte Klickmoment eigentlich im Umgang mit wissenschaftlicher Literatur, der mir dann auch im Umgang eben mit Büchern, mit wissenschaftlichen Monographien sehr viel Zeit erspart hat. Genau das, dass es um die Struktur wissenschaftlicher Texte geht, dass Spoilern erlaubt ist, dass man von vorne, also dass man sich sozusagen von den Rändern in die Mitte vorarbeitet und nicht von vorne nach hinten, dass man erstmal guckt, okay, was ist die Frage und was ist das Ergebnis? Und wenn man das Ergebnis schon weiß, dass man dann ganz gezielt nach den Argumentationsschritten, nach den Belegen sucht und auch ganz gezielt an bestimmten Stellen in einem Text suchen kann, dass man also anders mit einem Text arbeitet. Das beginnt ja damit, dass man erstmal sich informiert über den Autor oder die Autorin. Das macht man ja nicht bei einem Roman. Das ist auch nicht so entscheidend. Da muss der Text für sich stehen. Das ist ja ein Kunstwerk. Ein wissenschaftlicher Text nicht. Das ist wichtig, diese äußeren Entstehungsbedingungen sich klar zu machen. Auch wann ein wissenschaftlicher Aufsatz entstanden ist, in welchem historischen Kontext vielleicht, auf welchen Text er auch reagiert. Das sind Dinge, die wichtig sind. Da kann man ganz gut mit so Satzanfängen, Formulierungshilfen arbeiten, indem man zum Beispiel sagt, die zentrale These des Autors lautet, und dann kann man danach suchen. Die Fragestellung lautet, oder der Autor fragt nach, der Autor untersucht. Und dann hat man auch schon Punkte, nach denen man eben im Text suchen kann, wenn man mit solchen Hilfen arbeitet und dann, das hilft einem, auch zu paraphrasieren. Also wenn man diese Satzanfänge oder Fragestellungen hat und dann aber den Text zur Seite legt und das dann aktiv selber formuliert. Also es gibt eine ganze Menge Einführungsliteratur zum wissenschaftlichen Arbeiten und inzwischen wird auch tatsächlich in vielen dieser Texte das Lesen selber thematisiert und nicht nur das Schreiben, also nicht nur die formalen Dinge zum Schreiben einer wissenschaftlichen Arbeit, sondern eben auch solche Fragen, wie man liest. Und ich verweise sehr gerne auch auf die Arbeit des Schreibzentrums, der Schreibzentren, die es ja an vielen Universitäten gibt und ganz besonders auch an unserer Universität. Wo Studierende Hilfestellung zu diesem Thema bekommen. Ja, was heißt fertig? Fertig ist ja was, was es im Wissenschaftsbetrieb eigentlich sowieso nicht gibt. Denn das
grundsätzlich Unabgeschlossene, das immer Offene, das ist ja ein Kennzeichen von Wissenschaftlichkeit. Und so ist es auch mit der Lektüre wissenschaftlicher Texte. Ich habe jetzt gesagt, dass ich mir Notizen mache, die das Strukturgerüst für mich festhalten. Und wenn ich das habe, dann habe ich so einen Zugang, der für mich schon mal ganz wichtig ist. Aber ich mache immer wieder die Erfahrung, dass man auch bei mehrfachem Lesen dann noch neue Aspekte findet. Also fertig ist eigentlich was nicht passt für mich. Aber wenn ich die Fragestellung, wenn ich das Gerüst habe, Fragestellung, Ergebnis und zentrale Argumentationsschritte, dann habe ich schon so einen ganz wichtigen Punkt, mit dem ich dann weiterarbeiten kann. Ich glaube, dass es ein ganz wichtiger Punkt ist, sich klarzumachen, dass eben ein wissenschaftlicher Text kein Roman ist. Das heißt, wir können nicht in diese andere Welt abtauchen, sondern die Gefahr ist ganz groß, dass man sich irgendwann dabei ertappt, dass man mit den Augen Zeile für Zeile weitergeht, aber in Gedanken schon die Einkaufsliste für den nächsten Abend oder das Programm fürs Wochenende durchgeht. Und sich klarzumachen, das ist ein normaler Prozess. Und eigentlich ist unser Gehirn unterfordert, wenn das passiert. Und der Text zieht einen eben nicht rein, sondern ich muss meinem Gehirn mehr Futter geben, indem ich entweder aktiv Fragen an den Text stelle, also etwas in dem Text suche, wirklich aktiv an den Text herangehe, oder auch wirklich mich aktiv bemühe, schneller zu lesen. Dann schweift man nicht so ab. Es ist lustig, aber es ist so. Ich habe das auch schon mit Studierenden ausprobiert und das ist so, ja. Weil die ganze Lesesozialisation in der Grundschule, die geht ja über Bilderbücher, die geht über Vorlesepaten, die geht über schöne und spannende Bücher. Und genau das ist es an der Universität, in der Wissenschaft eben nicht. Und das muss man sich klar machen erstmal. Und das war auch für mich in meiner eigenen Lesesozialisation, das habe ich relativ spät gelernt. Und das ist ein ganz wichtiger Schritt.